Willkommen heute wieder zu einer Runde durch die Clicker Idle und Incremental Games. So, also weiter geht's mit Crusaders of the Lost Idols. Da gibt's heute ein bisschen mehr zu berichten. Vor allen Dingen beim letzten Mal oder nach dem letzten Video hatte ich auch eine kleinere Diskussion, was so die optimierte Strategie fürs Idle Farming angeht, beziehungsweise welche Formationen da am sinnvollsten sind. Ich bin jetzt aktuell gerade noch in einer Tier 4 Mission. Was ich jetzt schon ein bisschen drin habe, wo ich gleich nochmal darauf zurückkommen werde, dann, was die Zusammensetzung der Formation angeht, weil vor allen Dingen sie, die sehr, sehr schnell Items einsammelt, weil sie hat jetzt 1,5 Sekunden oder 1, irgendwas steht bei dir, 1,67 Sekunden. Das heißt, wenn Items gedroppt werden, die dank den beiden auch hoffentlich relativ schnell gedroppt werden, da seht ihr schon, seht ihr schon fallen. Und dann sammelt sie die sehr, sehr schnell ein, sodass ich gar nicht mal irgendwas aktiv machen muss, um da durchzuraschen. Bei anderen Sachen ist es sowieso, wenn die Monster-Kills sind, dann gilt es ja eh automatisch hochgezählt, wenn die dann doppelt oder dreifach zählen. Jetzt soll ich wieder Items einsammeln. Da seht ihr, wie viele da auf einmal droppen und mit zwei Blöcken ist das sofort eingesammelt. Aber gehen wir erstmal der Reihe nach, was sich so alles geändert hat. Aktuell ist übrigens schon wieder ein Event, aber auch da Stück für Stück. Gehen wir über die Mission. Also Song of Thrones, das ist jetzt auch Level 3 oder Jahr 3, in dem das jetzt wieder ist. Und es gibt hier dann entsprechend nur einen neuen Crusader, der freigespielt werden kann. Und das andere sind dann entsprechende Kisten, wo dann entsprechendes Gear wieder drin ist. So, was jetzt als letztes hinzugekommen ist, ist die Tier 4 Mission für Idles Through Time. Die habe ich jetzt überhaupt noch nicht angefangen. Ich habe jetzt langsam diese Mission hier gemacht und das mit dem Fox ist sehr, sehr, sehr nervig gewesen, weil der eben alle Formation Abilities abschaltet und da bis Level 1000 zu kommen, das hat gedauert. Und für die letzten 100 Level war dann meine Strategie, dass eigentlich die Crusader alle gekillt worden sind, bis auf die letzten fünf hier, die eben um den Fuchs drumherum stehen. Und sobald er gekillt wird, springen bei denen die Formation Abilities wieder an. Das heißt, ich konnte dann wenigstens noch ein bisschen hier tatsächlich den Storm Rider mit Talia nutzen und dort Gold und DPS Multiplier aktivieren. Und dann natürlich auch die Queen zusammen mit Jason dort meine DPS ein bisschen zu pushen. Mischief at Mugwarts, da habe ich noch die eine Mission offen. Die hatte ich einmal angefangen laufen zu lassen. Das Problem ist aber, sobald hier dieser letzte, dieser Horcrux oder was auch immer, auf jeden Fall, wenn das Ding gekillt wird, dann ist halt das ganze Objectives verloren. Und das ist dann doch schon ein ziemliches Problem gewesen, weil da muss ich dann doch aktiver mir mal Zeit nehmen, diese Mission durchzuspielen. Und bis Level 1000 ist halt auch nicht gerade wenig. Das dauert dann halt doch seine Zeit und da immer wieder ein Auge drauf zu haben, weil es reichen dann ein, zwei Minuten nicht hinschauen. Und der ist in einer kritischen Situation, vor allem wenn da diese Riesenschlange auftaucht, die so schwer zu killen ist. Und dann war's das, wenn ich nicht rechtzeitig dann irgendwie eine Formation nach hinten laufe, um das Spielfeld zu wechseln und damit den hier zumindest zu retten. Ja, auf der einen Seite sind es herausforderndere Missionen, was schön ist, weil eigentlich ist es auch ziemlich sinnlos, das einfach nur im Hintergrund laufen lassen zu können und dann trotzdem die Missionsbelohnung zu machen. Auf der anderen Seite, da ich das Spiel halt einfach nur im Idle-Modus im Hintergrund laufen lasse, ja, da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, dass das Spiel auf der einen Seite ein bisschen um Aufmerksamkeit heischt und auf der anderen Seite sie dann auch haben will. Inzwischen bin ich hier jetzt schon auf Stufe 16 und 15 soweit angeglichen. Das heißt, ich wechsle jetzt im Moment zwischen Superhero-Training, 10K-Training und Bonustraining. Hier war ja noch nicht sicher, wie das genau sich auswirkt. Kann ich euch jetzt aktuell leider auch nicht zeigen, weil die natürlich nicht auf Max-Level sind oder noch nicht zumindest. Das kommt dann relativ bald noch. Aber es ist tatsächlich so, dass eben alle erstmal den Bonus bekommen und dann eben von hinten beginnt der letzte eben 25 Level weniger hat. Und das wird dann nämlich auch spannend, weil in der Diskussion um die optimale Farming- und DPS-Formation, da ich hier im Moment immer noch auf die Shadow Queen setze und Xiom dann doch als DPS-Charakter dann etwas mehr auf die Waage bringt. Also im Moment habe ich es jetzt beide drin. Der Unterschied ist momentan nicht sehr groß, weil natürlich jetzt auch noch nicht optimiert ist, dass hier hinten die maximalen Boni anliegen und so weiter.
Und der Bonus wird auch entsprechend kleiner, weil sie ja vier Felder auseinander liegen. Das vier Stufen allein sind, die bekommen sie noch gleich. Aber danach bekommt Jion kein Bonustraining mehr, also mindestens 75 Level weniger. Und das könnte dann schon ausreichen, dass sie ziemlich gleich ziehen. Deswegen um 2, 3 Zehnerpotenzen ist es dann am Ende auch nicht ganz so wichtig, sondern es ist dann eher spannend, wie sich das insgesamt pushen lässt. Und da ist die Milgrid unglaublich praktisch. Ich lasse das jetzt mal in der Formation und erzähle euch einfach nur über die Funktionsweise. Ich habe jetzt natürlich sehr, sehr viel mehr Crusader zur Verfügung als in der Standardformation, weil in der Standardformation hier sind es eben genau die 10, die zur Verfügung stehen würden. Während ich jetzt in der Ready Player 2 Formation, da habe ich sogar 14 Crusader, die ich hier unterbringen kann, weswegen ich natürlich nochmal andere Boni gegebenenfalls kombinieren kann. Und das, was jetzt aktuell läuft, ist eigentlich schon Gold- und Speed-Formation, die jetzt eben ein bisschen mehr auch schon auf DPS, weil normalerweise würde ich sie jetzt nicht drin haben, beziehungsweise wenn, bräuchte ich nur einen von den DPS-fokussierten, aber ich habe mich da immer noch nicht komplett entschieden. Ich habe Jom schon ab und zu jetzt eingesetzt. Das Sache ist natürlich, wenn ich sie vorher nicht drin habe, dann kriegt die natürlich ihre XP-Punkte nicht und verliert damit auch einen Teil des Bonus. Also sie hat jetzt auch 34, genauso wie sie, weil ich sie ja beide jetzt gleich lange drin habe. Gehen wir es mal ein bisschen durch, was jetzt so für besondere Boni eigentlich genutzt werden. Also das eine ist für die Speed-Geschichten ist natürlich der Präsident, der hier mit den, mal gucken, wo die Drops drin sind. Genau, hier eine 60% Chance für Monsters to drop 2 Quest-Items statt nur 1. Und da kommt dann wieder Mimic ins Spiel, weil nicht nur das Mimic das kopiert, sie hat auch noch einen Bonus auf die kopierten Sachen. Kopiert es sozusagen anderthalbfach. Das heißt, wenn der andere das doppelt macht, dann hat sie eigentlich eher die Chance, dass das Zeug dreimal fallen gelassen wird. Mal gucken, ob ich den hier irgendwie erwischen kann. Weil das ist natürlich das Problem hier, irgendeinen von dem, was sie kopiert und tatsächlich mal die Werte zu sehen, mit denen sie die Sachen kopiert. Hier der ganze Raum ist voll und es ändert sich natürlich ständig, weil sich bei dem Bob, dem Baumeister, also Shinji, the Builder, dort ständig irgendetwas ändert. Und deswegen diese Symbole auch immer wieder erneuert und umsortiert werden. Also wie heißt dein Act of Congress? So, mal gucken, ob wir den hier irgendwo mal erwischen. Und ihr seht also, wie schnell ohne irgendein Zutun die Sachen eingesammelt werden. Also auch hier war jetzt ein Collect und die Dinger waren alle drin. Also in der Kombination zwischen ihm und ihm und dann natürlich Shinji, der auch ab und zu dieses Drop-Ding aktivieren kann. Wer ist sonst noch relevant? Grayskull, das ist unser Pirat. Jawohl, der steht jetzt hier vorne noch. Der ist halt für die Goldgeschichten drin. Wobei das für das Attacking nicht, aber er hat auch so seine Goldboni drin, die dann dort ergänzen. Dann Jason ebenfalls mit den Goldboni. Später hat er eben noch die Aufgabe, hier die DPS zu buffen, aber jetzt erstmal nur Goldboni. Dann Lerion ist ebenfalls Goldcharakter. Dann haben wir Rex. Das ist einer von den, naja, inzwischen ist er nicht mehr ganz so neu, aber einer der letzten, eben aus dem dritten Jahr, die aufgetaucht sind, wo der jetzt 2 Goldbuffs für Gold drin hat. Wobei die Goldbuffs im Moment gar nicht so entscheidend sind, weil ich natürlich das Maximum-Level auf jeden Fall immer noch erreiche, bevor die in DPS-Schwierigkeiten sind, zumindest soweit die ganzen Buffs aktiv sind. So, dann machen wir hier gleich mal noch wieder den Stormrider-Bonus. Da kann ich auch gleich nochmal wechseln. Also ich habe jetzt aktuell schon einen Bonus von 20.000 und es kommt jetzt eben nicht nur 52%, sondern da kommt natürlich ein deutlich höherer Bonus zusammen. Und zwar 6.900 gibt er jetzt als Bonus, eben durch den Bonus hier mit den 50%. Weil ich ihn inzwischen hier überall auf Level 6 gepusht habe. Buba ist ebenfalls Gold und später dann auch noch als DPS-Buff nutzbar. Also sie habe ich jetzt eben für mich auch ausgetauscht, die hatte ich vorher nicht drin. Das Talent ist tatsächlich an mir vorbeigegangen, deswegen ist so ein bisschen Diskussion auch immer mal wieder ganz praktisch. Einfach zu erkennen, Moment, da ist ein Talent, das ist entweder direkt oder jetzt in Kombination.
Bei ihr ist es natürlich direkt schon sehr praktisch. Mit dem 1,6 ergibt sich letztlich auch erst dadurch, dass das hier alles inzwischen auf Legendary ist. Und deswegen hier Increase Speed of Trash Pickup nochmal auf 200% mit dem Legendary. Da ist natürlich super, wenn es da mal das Gold-Ding hier in dem Challenge-Teil zu kaufen gäbe. Weil das würde sich auf jeden Fall wieder lohnen. Das letzte, was ich jetzt gekauft habe, war nämlich für den Thunder King. Das heißt, ich habe beim Thunder King Taya jetzt zwei goldene Items, die nochmal das Ganze um 50% erhöhen oder ich glaube sogar verdoppeln. Für die unteren Sachen wirkt sich das nicht aus, also für diese zweite Eigenschaft, sondern nur für die erste Haupteigenschaft, die sich halt mit den Levelstufen nicht mehr verändert. Den ich generell drin habe, zumindest nicht in der 10er-Formation, aber hier ist es natürlich sehr praktisch, weil der nochmal eben die Geschwindigkeit steigert, wobei das eben in der kurzen Zeit normalerweise gar nicht so sehr notwendig ist, weil es wird nach jedem Levelwechsel leider wieder resettet, aber auch so sind es dann einfach nochmal bis zu 60% Geschwindigkeitsbonus, aber ihr seht, der kommt nicht allzu weit, aber der ist nicht ganz so stark oder nicht ganz so wichtig. Viel entscheidender ist an der Stelle tatsächlich eben Milgrid. Da hatte ich damals das mitbekommen mit dem We have to go deeper, dass sie dort eben pro 50 Areas da irgendwie einen Bonus bekommt und so weiter. Aber der ist jetzt nicht so signifikant ausgefallen. Also wenn ich sie jetzt mal rausnehme, ihr seht, jetzt ist von 199, 198, 199, achso, sie ist noch drin, Moment. Also, wenn ich sie jetzt an der Stelle aufnehme, das ist zwar ein sichtbarer Unterschied, so 10 Potenzen und so weiter, aber das ist jetzt nicht so kritisch. Das kriege ich auch mit anderen durchaus einigermaßen hin. Naja, oder auch nicht. Mal gucken. Ich glaube, der Nate hatte auch noch einen recht starken Effekt. Jetzt mit Nate habe ich auch die 198, 197. Also da würde sich... Also das, was Milgrid da alleine macht, ist durchaus auch für andere möglich. Okay, jetzt sind wir schon wieder 2 Zehner-Potenzen weiter. Aber 2 Zehner-Potenzen ist sozusagen nicht kriegsentscheidend. Aber was sehr viel spannender ist, wenn die nämlich dann hier von Mimi gebufft wird, dann schauen wir mal gleich von 202, was wir jetzt so aktuell erreicht haben. Also dass es immer hoch und runter geht, liegt an Bex, weil der dort ja, seinen Trophäenbonus dort halt ständig hoch und runter schiebt. Deswegen, wenn ich das mal ein bisschen stabiler haben will, muss ich ihn einfach rausnehmen. Dann können wir die Zahlen da ein bisschen ruhiger anschauen. Hast du das schon kopiert? Ja, okay, jetzt hat sie das Go Deeper schon kopiert. Und das fällt jetzt... Genau, also ohne sie sind es 2,92. Weil mir jetzt natürlich der eine fehlt, dann warte ich mal, bis sie auflöst, dass wir das wieder getrennt sehen. Genau, also bei ihr ist es jetzt wieder nicht mehr kopiert. Das heißt, ich bin jetzt eigentlich nur bei 182. Dann mit Mimi direkt 188. Und wenn sie es jetzt dann kopiert auf... Na komm, das geht doch besser. Ah, du hast es schon. Naja, auf 94. Und das ist halt dann erst in Kombination mit den beiden ist dieser Bonus tatsächlich so signifikant, dass ich ihn auf jeden Fall angefangen habe zu nutzen. Deswegen also nochmal vielen Dank für die Diskussion und die Tipps, Zaag. Und wer das noch ein bisschen nachlesen will, also bei der letzten Folge von Crusaders of the Lost Idols, da haben wir das ein bisschen die Formationsaufbau besprochen und uns darüber ausgetauscht. Also nachdem das ja hier erstmal noch die Speed- und Gold-Formation ist, bereite ich hier mal noch dann die DPS-Formation weiter vor. Da gilt es natürlich jetzt noch einiges umzustellen, weil das ist noch eine alte Formation. Aber wie gerade schon erklärt, Mindy würde da reinkommen. Turpsi wahrscheinlich weniger. So, der Präsident bleibt auf jeden Fall drin, weil der ihm doch selber auch einen ganz guten DPS-Bonus liefert. Penny, die würde dann ersetzt werden und Milgrid natürlich. Dann gehört Buba noch in die Reihe. Der gehört auf jeden Fall auch mit rein. Im Moment bin ich jetzt gerade wieder dabei, eben das auf Basis der Shadow Queen zu machen. Genauso wäre es aber eben auch möglich, das mit der anderen zu machen, die halt dann einen leicht höheren DPS natürlich bekommt. Bei ihr ist es eben wichtig, dass die in der letzten Reihe steht, damit sie ihren eigenen Bonus noch aktivieren kann.
Und was dann eben noch interessant wird, ist für die DPS-Formation. Das eine ist, ich benutze Talia weiterhin für den Stormrider-Bonus. Hatte ich ja vorhin gerade gezeigt, das hier noch mit dem 50%-Bonus. Es gibt die Möglichkeit, mit Frosty zu arbeiten, was diesen Bonus angeht. Das Problem, was ich da allerdings habe, dadurch, dass mir dadurch, dass Talia bereits so stark ist, dadurch, dass ich hier den Goldenen habe mit einem 300% Stormrider-Bonus, lohnt es sich für mich deutlich weniger, tatsächlich Snowball hier hochzupushen. Also ich habe den jetzt hier nur auf Stufe 5, dass seine Snowball-Fight-Ability dort gestärkt wird und Stormrider-Bonus bei 6400% zwar liegt, aber dafür wird halt auch die Reset-Zeit erheblich erhöht. Das heißt, wenn ich hier jetzt sehe, Cooldown liegt jetzt bei über einem Tag. Ich kann natürlich Glück haben, dass der sofort resettet wird. Und ihr seht, der hat jetzt nur einen Bonus von 6.900. Also das, was ich bei dem anderen pro Stunde bekomme. Natürlich könnte ich hier jetzt auch nochmal 50% Bonus. Aber das heißt, insgesamt hat Stormrider jetzt aktuell nur 50% mehr und hat dabei aber das Risiko, dass ich den eigentlich einen ganzen Tag nicht mehr einsetzen kann. Außer ich benutze irgendwelche Zeitdinger dazu. Aber wenn ich die benutzen wollte, dann könnte ich das auch mit Talia besser erreichen. Weil bei Talia bekomme ich den Bonus, den ich jetzt ohne den Magnify-Bonus bekomme, an sich jede Stunde. Deswegen ist die Optimierung, da habe ich darauf verzichtet, das auf Frosty zu setzen. Aber was sinnvoll möglich ist, ist Exchange Student, weil der hat nochmal einen anderen Effekt. Und wenn ich den jetzt mal hier nach vorne hole, ist das Spannende, dass der Class-Präsident den Bonus, den ich hier bei Stormrider angesammelt habe, dann nochmal verdoppelt. Und dann habe ich natürlich schon einen erheblichen Unterschied, wie sich das Ganze auswirkt, weil dann sind es schon 4 Zehner-Potenzen, hier jetzt sogar noch mehr, also 6 Zehner-Potenzen, die jetzt hier zwischen der DPS von Chiom und der Shadow Queen liegen. Deswegen, solange die Unterschiede jetzt so groß sind, werde ich da auf jeden Fall schauen, dass ich sie momentan drin habe. Ob der Unterschied noch so groß ist, wenn ich das Talent maximiert habe, also wenn ich hier noch 4, 5 Stufen weiter bin beim Bonustraining, wo ja dann die Shadow Queen ja wahrscheinlich 75 Level Vorsprung hat nochmal, also diesen Multiplikator. Für alle 25 Level wird ein Schadensmultiplikator von 4 aktiviert. Und deswegen hat sie da jetzt halt 134, während sie halt hier nur 131 hat. Könnte man ja mal probieren, die genau 75 Level auseinanderzunehmen, weil du müsstest jetzt bis auf 25 rankommen. Ja, da fehlen noch ein paar Level, aber da kann ich ja mal gleich mal noch ein paar Kisten aufmachen. Ich wollte das eh heute mit euch aufräumen, weil das hier sind noch die vom letzten Event, wo Präsident Smithsonian und Alien Trader und so weiter noch ein paar Items bekommen. Dann machen wir die mal schon mal auf. Mal gucken, ob da noch ein paar interessante, okay, 3 epische Materialien, keine Legendary Catalysts und natürlich Items, die sind eh alle größtenteils auf lila, da kann nicht mehr viel kommen und bei den Silbernen sowieso nicht, weil da sind ja nicht mal lila drin. So, und das hier war jetzt, glaube ich, die Wochenendkiste. Und da ist auch nichts wirklich Relevantes weiter drin. Und dann machen wir jetzt hier mal noch ein bisschen Gold einsammeln, damit ich da auf jeden Fall ein bisschen Puffer bekomme. Wobei ich hätte natürlich jetzt auf die Goldformation umstellen sollen. Naja, ist egal. Ich habe ja noch mehr als genug Kisten. Das kann ich dann immer noch mal nachholen. Den jetzt auf 25. So, das heißt, sie hat jetzt einen Bonus von 133, während sie einen Bonus von 135 hat. Okay, es sind 2 Zehnerpotenzen Unterschied, die sich dadurch die Level ergeben können. Aber das kann den Unterschied dann natürlich schon deutlich stärker ausgleichen. Beziehungsweise kann ich ja jetzt sehen. Also jetzt sind sie 5, 16 und die andere hat jetzt 20. Also sind 4 Zehnerpotenzen, die das momentan mit den Boni-Kombinationen ausmacht. Aber das kann halt je nachdem, was für eine Fähigkeit ihr da reinsetzt. Vor allem, was ich nicht genau weiß, wenn der jetzt hier gebufft wird. Also bei mir ist es klar, das gilt auf die Rear Column.
Hier ist es so, dass sein Bonus gilt ja Increase the Base DPS of Crusaders in a Column Behind the Exchange Student. Da ist jetzt wieder die Frage, wie kopiert Mimi das? Kopiert sie das in Bezug auf sich dann? Das heißt, ändert sie die Wirkung auf sich selber? Oder ändert das hier, mal gucken, ändert das eigentlich den Bonus, wenn es nicht mehr kopiert wird? Mal gucken, Class President, genau, also Class President wurde kopiert. Jetzt warten wir mal, bis das wegspringt. Genau, jetzt ist es nicht mehr kopiert. Ob das bei ihm angezeigt wird? Nee, also bei ihm ist es immer noch 8,31 hoch 4. Das heißt, das ändert sich nicht. Und da ist jetzt halt die Schwierigkeit rauszubekommen, greift der Bonus, auch wenn sie hier steht, auf den anderen über. Und dazu müsste ich halt hier lesen können, steht da jetzt, dass es hinter Mimic ist oder steht da tatsächlich so wie hier behind the Exchange Student. So, das heißt, wenn bei ihm das 300% ist, dann ist es bei Mimic ja nochmal 50% mehr. Das heißt, es sind 450% sozusagen von diesem Wert, weswegen das halt dann so viel ausmacht. Ah, Moment, da hatte ich es gerade. Okay, im Videomitschnitt kann ich es mir auf jeden Fall genauer anschauen, aber ich will es jetzt natürlich auch wissen. Class President. Okay, es gilt hinter Mimi, das heißt, es greift nicht. Und es ist nur mit 300% kopiert. Wobei, das ist nicht das... Ach nee, das ist die Wirkung, das ist nicht die Kopie. Es taucht nicht auf. Na, das ist ja blöd. Wieso wird denn das da nicht angezeigt, deine Kopieraktion? Aber beziehungsweise, das müsste ja bei ihr dann zumindest auftauchen. Das heißt, du hast es von Class President. Das heißt, ich müsste sie mal eine Stufe weiter nach vorne holen, damit ich den Effekt dann bei ihr feststellen kann. Okay, Moment, da stand's. Die Kopie dieses Effekts bringt also auch wieder nichts. Und das sind halt so die Kleinigkeiten. Das heißt, dann nehme ich natürlich lieber den Präsidents Missionien, weil dessen Sachen, die dort in Class DPS of All Crusaders bei 200% für jeden Human Crusader. Das heißt, das ist dann natürlich sinnvoll. Und das sind halt so die Kleinigkeiten, die dann noch auszubaldobern sind. Welche Sachen lassen sich sinnvoll mit Mimi kopieren, dadurch nochmal verstärken und dann natürlich das Ganze entsprechend erhöhen. So, also hier habe ich jetzt sie dann drin. Das heißt, den kann ich eh nur einmal nutzen. Also wie gesagt, das hier ist sinnvoll, dann zum Ende nochmal für den DPS-Push zu machen. Borgon will ich ja noch drin haben. Der muss natürlich wieder weiter nach hinten. Am besten ich setze ihn mal in die Mitte, weil dann halte auf jeden Fall schon mal die vordere Reihe. So, Sinji wäre noch die Frage, ob ich den drin lasse. Shift Chasey kann ich noch wieder reinnehmen mit ihren DPS-Boni dann. Was ich normalerweise noch brauche, ist den Dark Gufon natürlich, damit der dann hier in die zweite Reihe kommt, um die vordere Reihe zu schützen, damit die halt besser die Monster tanken können, weil natürlich am Ende dann kein Instant-Kill mehr da ist. Deswegen nehme ich dann normalerweise auch ihn noch mit rein, also Mercy würde ich noch mit reinnehmen, damit die natürlich alle Monster gleichzeitig Schaden erleiden. Aber wie gesagt, das ist jetzt die Vorbereitung, die DPS-Formation für Ready Player 2 Tier 4 Missionen nochmal zusammenzustellen, damit ich da zumindest soweit alle Crusader zugelassen sind, darauf zurückgreifen kann. Und das sollten auf jeden Fall noch ein paar sein. Es gibt zwar andere Probleme, die dann mir hier in den Weg gestellt werden. Mostly Royal Crusader. Okay, da ist dann so eine Einschränkung. Da passt dann wieder ganz gut, dass ich mich ja eher auf die Royals stütze. Interessant, dass der Drache da im Moment nicht allzu viel Auswirkung hat. Ich weiß gar nicht, ob er noch eine Kombination... Gäste DPS auf Dragon Crusaders. Okay, das nützt nichts, weil natürlich der Main DPS-Dealer ist natürlich hier kein Drachen Crusader. Und da sie ja leider kein Royal ist, kriegt sie da auch die ganzen anderen Boni nicht. Naja, ich speichere die erstmal ab und werde dann eben später nochmal mit dem Dark Griffon dann das gegebenenfalls ersetzen. Weil vielleicht brauche ich ja gar nicht so sehr die Tanking-Funktion, wenn ich dann doch recht entspannt hier... Mal gucken, was brauche ich denn? 1000, hier ist überall 1050 und 1050. Das heißt, das ist vielleicht alles dann noch machbar. So, aber jetzt zurück zur Speed- und Gold-Formation, damit die hier jetzt erstmal weiterlaufen können. Also was von den Unterschieden noch eben zu Zaarks Formation ist, er hat zum Beispiel noch auf Robo Santa gesetzt, den ich ja aktuell nicht verwende, sondern eben stattdessen Lerion,
weil der ja eben aufgrund der Kombination mit den verschiedenen Royals, also Female als auch Royal Crusader, dort entsprechende Goldboni aktiviert. Ich weiß gar nicht, auf welche Sachen Robo Santa dann insgesamt eigentlich anspringen würde. Mal schauen. Ich weiß, Alco Sales 50 in Front. Also das bräuchte ja schon mindestens dort einige. Hier gibt es maximal 3 in Front. Sonst hat er hier gar keinen weiteren Goldbonus, außer natürlich das, was hier eventuell noch aktivierbar ist. Da kann ich hier gerade nochmal reinschauen. Also was die Legendary für Boni hätten. Okay, hier 33% für jeden Crusader, der bei Expensive Toy ist. Das ist also wieder das, was in Front von ihm ist. Das kann dann eben natürlich mit mehreren Stufen noch deutlich ausgebaut werden. Dann mal gucken, was hier jetzt noch an Boni drin ist. 10% für Edge Robot Crusader. Okay, weil man mehr Roboter drin hat, was ich ja in dem Fall dann nicht hätte. Und interessiert DPS Crusader, dass er nochmal einen DPS-Bonus gibt. So, mal gucken, was hatte Bernal noch so mit an Boni? Also hier geht es nochmal um die Spawn Speed. Das heißt, der ist nochmal interessant, um gegebenenfalls die Geschwindigkeit einfach nochmal zu steigern. Den kann ich jetzt natürlich in die Formation ganz gut noch mit aufnehmen, weil hier habe ich ja sowieso mehr als genug Platz. Ich glaube, du hattest noch keinen Speed-Bonus. Ah doch, Spawn Speed. Okay, die hatte natürlich schon mit drin. Wenn ihr hier optimieren wollt und statt diese beiden Knöpfe hier zu benutzen, könnt ihr natürlich auch gezielt dann die einzelnen Sachen nur kaufen, um das zu maximieren. Das ist mir allerdings an der Stelle eben zu umständlich, weswegen ich lieber die beiden Buttons nutze, auch wenn ich dann nicht das absolute Maximum von dem, was möglich wäre, raushole. Hier war nochmal das mit den Quest-Items. Aber da ist im Moment in der Dreier-Kombination hier für mich auch schon ganz ausreichend, dass normalerweise genug Items getoppt werden. So, aber Banal nehmen wir jetzt mal noch rein. Der ist für die 10er-Formation, ist mir das zu klein, da nehme ich eben lieber andere Boni dann. Jetzt wird noch die Frage, wen ich hier austausche, weil normal, wenn ich die Shadow Queen jetzt eh nicht nutze, kann ich sie eigentlich auch außen vor lassen und nehme tatsächlich für die Formation, wo ich jetzt 14 Slots zur Verfügung habe, Banal auch noch mit rein. Dann wechsle ich nochmal zu der DPS-Formation, die Zaak dann vorgeschlagen hat und schaue dann nochmal, wer war Iralon? Das war der Blutmage. Guck mal da nochmal rein. Das DPS of all Crusaders bei 100% for each healer Crusader in der Formation. Was hast du da noch? DPS für Magic Crusader und die bei ihm stehen. Gold Boni gibt er auch. So, du warst, glaube ich, ziemlich weit hinten schon. Ah, okay, den kann ich jetzt nicht kaufen, der ist auf Mission. Naja, ich kann jetzt nicht mehr sagen, welche Eigenschaften von ihm dazu geführt haben, dass Zaak den drin hatte. Aber so auf jeden Fall mal wieder ein Überblick oder ein bisschen Informationen dazu, welche Crusader nochmal interessant sein könnten für euch zum Anschauen. Mir hat es auf jeden Fall weitergeholfen, weil also mindestens 3 Crusader, die jetzt halt dann doch wieder ein bisschen mehr in den Fokus gekommen sind, eben sie zum Einsammeln, sie für den DPS-Bonus, ihn gegebenenfalls eben für die Geschwindigkeit und dann doch nochmal als weiteren Crusader zumindest erstmal noch Chiom mit drin zu lassen, je nachdem wie wichtig es tatsächlich wird, jetzt für die letzten Push-Sachen jeweils, um mit ihr dort weiterzukommen. Da ist zum Beispiel das ganz nett, dass die dann doch am Ende nicht ganz so weit auseinander liegen mit den ganzen Boni, dass ich dann doch meine Shadow Queen, wenn ich die nutze, nicht auf zu viele Idols verzichte und dann hier doch auch schon inzwischen jetzt bei 31,8 Millionen Idols bin, die ich eingesammelt habe. Und ich glaube, also 500.000 waren jetzt für so eine normale Grinding-Sammelaktion ziemlich leicht erreichbar. Ich habe jetzt hier auch den Sprint-Mode bereits bei 400 jetzt. Mal sehen, ob ich jetzt nochmal so viel einsammle, damit ich schon die 450 aktiviere, weil das ist natürlich schon, das lohnt sich nicht so sehr, wegen 50 Leveln das da jetzt zu machen. Vor allen Dingen, wenn die eben jetzt so schnell hier durch die Level durchgrinden und vor allen Dingen dann auch mir nochmal die Zeit nehme, eventuell die Tier 5er, also bis auf solche ganz teuren, dann doch noch nach und nach zu maximieren. Wobei die eben aktuell noch recht günstig sind, aber natürlich auch die letzten Level hier entsprechend teuer werden.
Also mal sehen, wie lange es tatsächlich dauert, da größere Zahlen zu erreichen. Die anderen hier habe ich jetzt weiter noch außen vor gelassen, auch wenn der jetzt mit 1 Million schon wieder erreichbar ist. Auch hier mit 3,2 Millionen, das davor war ja relativ teuer, aber da war es für mich noch irgendwie sinnvoll, weil sich gerade eben mehrere Millionen angesammelt hatten. Mal sehen, wann ich die beiden hier dann zumindest meine erste Stufe aktiviere, um einfach da einen Grundbonus zu bekommen. Und das andere ist eben, wenn ihr den Frost hier nutzen wollt, wäre es auf jeden Fall sinnvoll, hier das hier auf das Maximum zu bringen. Ich glaube, dann habt ihr eine Chance von 1 zu 2, dass es sofort resettet wird. Aber letztlich habe ich eben die Chance auch, dass es sofort resettet wird, wenn ich den Talia weiterhin nutze. Und deswegen denke ich, lohnt sich dieser Bonus aufgrund dieses langen, langen Cooldowns dann mit dem Frosty nicht so sehr, weil halt mein Talia doch schon immer inzwischen Goldstatus hat. So, was ich jetzt gerade noch mache, damit ich es nicht vergesse, ist die nächsten zwei Items auf Legendary Status zu heben. Oh, ich habe jetzt schon 35 von den Dingern zusammen. Da könnte ich hier auch gleich schon mal zwei wieder auf Epic heben und die dann upgraden. Dann wird jedenfalls die Liste hier entsprechend länger. Wobei ich könnte jetzt mal sehen, weil ich habe jetzt Banal reingenommen. Ich glaube, du, na doch, du hast auch schon alles Legendary. Also mal gucken, ob ich jetzt irgendeinen noch drin habe, der neu in der Formation ist, aber noch kein komplettes Legendary Set hat. Ha, Bex, habe ich bei dir schon ein. Ja, da kann ich doch bei dir das noch machen. Kann ich da nochmal einen Bonus draufsetzen und kann das sogar verstärken. Rest Effect auf Rex Vestas Trophy Ability und Black Market. Da lohnt sich wahrscheinlich das eine oder andere Update noch. Zumindest wenn ich ihn öfter einsetze. Okay, das mit Two Snows, das lohnt sich natürlich nicht, weil ich den jetzt nicht unbedingt drin habe. Okay, für jeden Alien Crusader, er ist glaube ich selber auch ein Alien Crusader, oder? Ja. Also, da gibt es dann zumindest auch den 400% Bonus. So, dann kriegst du Effect of Rex der Vestler Trophy. Das heißt, 24% jetzt für jeden Kill, den es dann gegeben hat, bevor er die dann wieder runtersetzt. Können wir da ja ruhig mal noch ein bisschen draufhauen. Blaue würde ich ja eh nicht kräften, weil wenn, dann würde ich immer versuchen, gleich auf das Lilane zu springen. Außer ich habe tatsächlich noch mal eine Gear-Mission, wo noch irgendwas Grünes oder Schwächeres ist. Aber wie ihr seht, es ist sehr, sehr lila da unten, bis auf ein paar Ausnahmen, die ich jetzt noch nicht weiter angehoben habe. Und da oben ist es dann sehr orange, wenn das orange ist. Genau, also das andere hebe ich mir noch auf. Das heißt, das werde ich dann wieder machen, wenn ich irgendwie hier Gear-Upgrades bekomme, dass ich ab und zu noch ein blaues zur Verfügung habe. Sonst lohnt sich diese Gear-Mission überhaupt nicht mehr. Auch die Rezept-Missionen sind entsprechend selten geworden, weil ich ja nur selten Crusader dazu bekomme. Das heißt, die normalen Recipients tauchen eben dann nur einmal auf entsprechend. Und die blauen hatte ich letztens schon den Fall, da hatte ich dann wieder insgesamt ein 1er und ein 2er Rezept. Also für drei Rezepte waren die Crusader unterwegs. Dann ist das 1er abgeschlossen worden und dann ist das 2er abgeschlossen worden. Und ich glaube, beim 2er gab es dann nur ein Rezept. Oder es war umgekehrt und das 2er ist mit 2 abgeschlossen worden noch und das 1er gab es dann, wir haben zwar die Mission abgeschlossen, aber es gibt keine blauen Rezepte mehr. Also deswegen fehlen mir nur noch ein paar epische Rezipients, weil da sind die Missionen zu selten. Und vor allen Dingen, ich weiß gar nicht, ob man, ab und zu gibt es glaube ich mal eine 2er-Kombo, dass man zwei epische auf einmal bekommen kann. Aber das ist dann doch eher selten. Mal gucken, gibt es bei den Missionen noch was zu machen? Oh ja, da gibt es noch die Crusader in den Club 600 zu pushen. Einige sind jetzt halt gerade natürlich in der Formation, auch wenn sie jetzt nicht sehr dringend sind. Das heißt, sie kann ich auf jeden Fall rausnehmen, weil ich brauche ja ihre Boni jetzt nicht so dringend und kann sie dann einfach da nochmal ja, die nächsten drei bekommen lassen. Dann fehlen nur noch 20 Punkte, bis sie auf der 600 ist und dann wird das für sie auch abgeschlossen. Das gleiche gilt für Bex, da fehlt noch ein bisschen mehr, aber den habe ich auch nicht immer in der Formation. Und dann machen wir den Angel noch dazu. Das dann soweit für heute von Crusaders of the Lost Idols. Ein bisschen zu optimierter Strategie, um möglichst schnell Idols zu farmen. Und regulär dann eben normalerweise hier im Free Play natürlich und zwar bei World's Wake. Da gab es auch noch eine kleine Änderung, dass jetzt für die, also während sich ja hier die Free Play Missionen auch mit unterschiedlichen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, war das gleiche Problem ja bei den Challenges.
Weswegen es dann hier auch schwierig war, irgendwie die gleichen Level zu erreichen und entsprechend gleiche Challenge-Münzen einzusammeln. Und das ist jetzt auch geändert worden, so dass die alle irgendwie auf der gleichen Schwierigkeitsstufe basieren. Ihr seht die verschiedenen Varianten. Also ich bekomme normalerweise eben auf jeden Fall über die 100. Und das höchste waren jetzt mit 112 bei den Helping Hands, die ich dann da erreicht habe. Das heißt, es kommen auf jeden Fall ganz gut Token zusammen, um auf jeden Fall Gold-Items zu kaufen. Wie gesagt, das letzte habe ich jetzt gerade für meinen Talia gekauft. Deswegen da jetzt erstmal wieder keins mehr drin ist und es wahrscheinlich 1 bis 2 Wochen dauert, bis dann mal wieder jemand auftaucht. Das ist soweit dann alles gewesen. Und dann weiter zum nächsten Spiel.